Heute sind wir bei einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls Together mit mir, Neptune Fuge, und dem einen Mongo da, der hier Bullshit macht, Exadius. Ich hab doch meinen Zugungen, Hilfe! Ich auch! Aber das ist richtig Paterlupus, dass er natürlich beweist, dass er mehr Stärke und Ausdauer trainiert und dass ich mehr, naja, Dinos trainiere. Jedenfalls bin ich sehr erleichtert, dass wir das Riesen jetzt sehr gut beherrschen oder beziehungsweise das Spiel nicht behindert ist, aber das liegt eigentlich nur daran, wie du von bei Oldspeed gesagt hast, dass die jetzt alle zu Dark Souls 2 gewechselt haben. Ja, genau, ich bin alle auf Dark Souls 2 auf den Konsolen, deswegen hat PC Dark Souls 1 keine Probleme. Aber das ist ganz okay. Ich meine, bei Dark Souls 2 sollte es ja eh das Riesen irgendwie, also das ist Abwehren anders sein, man muss jetzt mehr rollen als abwehren. Oh Gott, Mausoleumswächter. Ich hoffe, ich sterbe nicht schon wieder. Also wir müssen immer viel, hauptsächlich abwehren und wir müssen wirklich aufpassen. Manche Attacken macht er Pause, aber also manche Attacken macht er einfach volles Pferd auf. Shit. Scheiße, ich hab getroffen. Ach fuck, ist der übel. Also eigentlich ist es ein relativ leichter muss, aber nachher, wenn ich hier zurückkommen, ich glaube, wenn er euch schon aufgelöst oder so, dann sind die zwei von diesen Mausoleen, die sind halt richtig heftig schwer, aber die geben halt kaum Seelen. Ne? Verdammt, ich hätte den nicht. Nope. Oh fuck, ich hab den fast nicht umgehen. So etwa. Ja, jetzt ist er tot. Nein. Ja, wenn du so stirbst, dann kannst du wieder und... Ja, jetzt ist er tot. Yay, das war einfach. Selbst gehandelt und ich habe ihn selbst getötet. Verdammt, heute hast du ihn mal selbst gekillt. Verdammt! Diesmal brauche ich keinen Babysitter zum Glück. So, ich leg noch zum Beispiel wieder davor. Also soll ich mich jetzt gleich menschlich machen dann? Ey, cool, ich habe eine Menschlichkeit bekommen, dann passt der perfekt. Genau, und der große Vorteil ist, dass in solchen schmalen Gängen oder in so kurzen Bereichen oder was nicht weit entfernt ist, dass es hier keine Wälder gibt oder nicht, ist eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr selten. Nee, ich glaube, das geht hier gar nicht. Weil, wo willst du hier bitte schon kämpfen? Sag das mal bitte. Na, das wäre so unfair mit den Pyromanten zum Beispiel, mit Feuer. Ja, genau, das wäre dann total tödlich. Wo liegt dein Symbol? Vielleicht vor der Nebelwand, also bei so dem Ding, da wie heißt es? Der Post-Charmeur, Bewertung 1. Ach so, shit, das wollte ich hier noch was geben. Stimmt. Nee, ich glaube, du musst noch was, noch weiter rein oder so, keine Ahnung. Weil hier ist noch keine Nachricht. Nee, du gehst weiter, also es ist schon weiter weg von deinem vor der Nebelwand, du siehst es schon. Nein, ich sehe es nicht. Noch Abstand. Ich stehe vor der Nebelwand. Geh einfach zum Leuchtfeuer wieder zurück. Schau lieber noch einmal, ob du es siehst. Und? Beim Leuchtfeuer? Nee, jetzt zur Nebelwand. Leute, ich sehe hier einen Typen beim Leuchtfeuer. Also nicht. Jetzt ist es weg. Ich hätte meinen Symbolik da jetzt. Wo weißt du, dass da genau dort die Nebelwand ist? Also da ist kein... Oh, warte, hier ist eins. Ja, Xadus, okay, ich hab dich. Bist du gerufen? Du wirst nicht gerufen, nicht von der Tür. Keine Anrufung aus einer anderen Welt als verschoben. Halt's mal. Sehr auffällig, ne? So. Du Mistkerl! Stirb! Oh, wie arg, warte, erstmal hier. Das muss ich wieder nachschieben. Ein gewisser Herr hat sich ja hier beschwert, dass er keine gute Waffe hat. Nimm das. Brauchst du nur noch plus 5 auf, plus 15 auf der Welt. Ja, super, ich hab aber nicht die Sachen auf plus 15. Was hast du? Warte, ich wette mit dir, dass der 200 nicht gut genug ist für mein Schwert. Warte, ja, 260 und 171 gegen. Oh. Warte mal, das macht... Du hast nur plus 15 auf, dann hast du eine relativ gute Waffe.
Ja, ich glaube, der Zweihänder ist so ein bisschen besser, aber ist auch ein bisschen langsamer, ne? Warte, ich probiere es nochmal weiter mit der. Jo, Also, los geht's, in der Kraft. los geht's. Oh, scheiße, ich bin rein, ja. Egal, ich habe ein paar Pyramiden bei mir werfen. Außerdem muss ich mich zurückhalten, weil, ja. Ja, ich kann einfach nicht sein. Hey, du brauchst dich gar nicht zurückhalten, du musst voll Rage gehen. Ja, ich weiß aber schon. Vielleicht, warte mal. Wow, du hast voll getroffen, nice. Guck dir an. Voll heftig, wie er auf dem Kopf geht. Und in seine Popo. Oh, ich hab das getäuscht. Natürlich, ich hab ihn viermal in die Popo geschlagen. Ach so. Aua. Irgendwie bewegt sich das. Alter, bei mir leckt es gerade brutal voll. Bei mir auch. Upsch. Aber ich kann ihn nicht haben. Was? Leute, du bist weg. Aber bei mir ist es tot. Hä, hey, du bist, wieso bist du weg? Ich konnte schon mal was hier. Ist er bei dir tot? Nein. Sicher? Ja. Bei mir, ich hab mich halt getötet. Hey, du bist bei mir zurückgekehrt, Mann, du bist bei mir nicht mehr da. Scheiße, seltsamerweise kann ich das sehen, und dafür, dass ich ihn auf meinem Bildschirm getötet habe. Lol. Verdammt, Mann. Fick dich. Ich hab ihn alleine. Ich hoffe es. Was ist los? Nein, noch ein Hit, komm schon. Die kann die Jacke nicht liefern. Ich muss gerade ein bisschen die Jacke, was Leute. Das ist eigentlich nicht normal. Oh, verdammt, der schießt die ganze Zeit. Oh, joi, 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 joi. Okay, das war geil. Geil ausgewichen. Okay. Oh. Nochmal? Nein. Alter, dieser blöde Penner, der schießt die ganze Zeit diese Bütze. Oh Gott, du blöder, dreckiger Spacko. Ich werde dich umbringen. Aua. Oh, ich hab ihn am Franz getötet. Lol. Okay, ich hab ihn geschafft. Und ich weiß auch nicht, was er war. Bei mir schrieb er, der Gegner konnte ihn attackieren. Bei mir stand dann auch eher besiegt, also dass ich ihn getötet habe. Okay. Komisch, also bei mir ist er einfach zurückgekehrt, stand da und dann fertig. Ach, jetzt nach 2 Minuten kommt, wurde von Windows 6 abgetrennt. Ha. Ich bin zum Ola-Ziel-Mausoleum. Wenigstens habe ich noch Dings gehabt, das Seelen bekommen, obwohl ich auf ihn eingeschlagen habe, obwohl sich nichts bewegt hat. Das war ein reiner Bug. So ein Fail. Also hast du 15.000 bekommen, oder wie? Ich nicht bewegt hat, mich aufs Kopf hauen konnte. Was, du hast 30.000 bekommen? Ja. Lol, du bist so Bongo. Scheiß Hacker. Wieso, hast du 15.000 bekommen, wo du mir geholfen hast, oder wie? Ja. 15.000? Ja. Alter, dann hat das Spiel dich so registriert, dass ich den Boss getötet habe. Ja, hast du doch mal getötet, GG. Geil. Lol, Pilz. Hallo, Pilz. Sollen wir ihn jetzt töten, weil ich gibt ja auch diese Pilz-Viecher. Keine Ahnung, was sie labert, aber irgendwas. Ich hab's sie verkauft diese komischen Magie-Dinger. Okay, verborgene Waffe, verborgene Körper für Lichtschein. Da gibt es alle ganzen Sachen, die ihr auch mal kaufen könnt. Hier von ihr. Auch den Okuli-Ding da, die Reparaturpulver, da hol ich ein bisschen was. Ein Stück gleich und Goldharz. Du hast mir auch mal 5 Stück mit. Ich glaube, ich töte die aber jetzt, weil die tropft als gutes Item. Aber warum nur? Meine Dienste darf. Und sie kommt. Also ich habe jetzt für 2 coole Zauber mitgenommen. Und jetzt schaue ich mal, was ich hier für Zauber einstimmen kann. Also ihr könnt selbst entscheiden. Wenn ihr einen Zauber braucht, dann könnt ihr sie vorher kaufen und dann könnt ihr sie töten. Dann haltet ihr die 3 Pilze, die euch auf Dauer in der TP regenerieren. Und zwar recht schnell. Also sie sind wirklich nützlich. Und ja, die sind richtig nice, muss ich sagen. Und ihr findet davon, glaube ich, 6 Stück im Spiel. Ich finde, rentiert sich dir schon. Das muss ich überlegen. Und was habe ich jetzt gesammelt? Ach, den Tuschbuch habe ich auf die Dings kurz war, glaube ich. Der große Chaosfeuerball. Wenn ihr euch genau umschaut, findet ihr hinten auch noch eine Menschlichkeit. Ach, verdammt, wenn ich Chaossturm nehme, dann kann ich ja dann nicht mehr Dings mehr. Verflucht!
Und ich werde die Menschlichkeit hier garantiert brauchen, ja, weil ich schon 7 habe. So, hier ist sie ja schon. Genau. Nö, ich brauch. Oh Gott, nee, 5 Intelligenz, das brauch ich dann nicht. Oh, nee, vergiss es. Hier, cool, Kaufmann, weil also, Kaufstuhl. wenn das dann abgeschwächt ist, wie ihr sicherlich gesehen habt, wird das Ganze wahrscheinlich doch wieder nicht so perfekt funktionieren. Es sei denn, das Spiel erholt sich doch mehr, als ich erwartet habe. Dafür, dass wir einfach Dark Souls 2 runtergeschaltet sind. Und dann können wir es noch hier rufen, aber ich Ja, glaube. wir können ja trotzdem schauen, ob wir jetzt auf der Brücke uns rufen können, weil auf der Brücke ist normalerweise schon möglich. Also meistens. Ja. Also ich meins liegen oder du da echt lieber meins? Ja. Also jetzt sind wir wirklich in der Stadt Okkul, Okkali oder so, und das ist. Ola Ziel, ja. Genau. Und jetzt kommen wir in den Wald von Okkali und das sind riesige Viecher und die hässliche Hexdekampf, an denen wir teilweise auch vorbeilaufen, weil die einen echt leicht töten können und das wollen wir jetzt nicht unbedingt passieren. Aber es gibt eine versteckte Steinrüstung, die verteilt sich im ganzen Wald. Und Ah, die ist die. voll der Scheiß, das ist eigentlich nur. Das ist dieselbe, also die Steinrüstung sieht genauso, also die bringt dieselben Werte, aber sieht nur ein bisschen anders aus, also das ist eigentlich nicht so besonders. Also wenn man sich wirklich, wenn man keine Hobbys hat, kann man sie sammeln, aber das bringt nichts, weil man dann durch den ganzen Wald laufen muss und wirklich jede einzelne Ecke abschauen, also absuchen muss. Das ist eigentlich nicht so gut. Ja, so schnell ich mich gerade hier bei Wind bleiben und dann hoffe doch, dass es dann funktioniert, ja. Bist du bei der Brücke? Ja, aber warte mal, wenn ich jetzt bei Wind bleiben anmelde, muss ich mich dann jetzt wieder auch Partie beenden oder macht das automatisch mit dem Rufsymbol dann? Nee, wenn du mit Windows Live verbindest, bist du dann mit Windows Live verbunden, also bist du online. Auch wenn ich mit dem Spiel mache. Ja, natürlich. Glaube ich zumindest. Es gibt irgendwie ein Netzwerkproblem vor. Keine Ahnung, bei mir. Ein Netzwerkproblem, warum das denn? Ah, jetzt geht's, okay. So, jetzt bin ich hier drin und ich hoffe, ich sehe den Rufsymbol gleich. Außer Brücke liegt es gleich am Anfang oder am Ende? Am Anfang so ziemlich. Aber nicht ganz am Anfang, so ein bisschen weiter rein. Praktisch da wo die Klippe anfängt. Captain Future ist online, genau. Jetzt schießt er bei mir auch. Ich warte, ich warte, komm schon, komm schon, komm schon, los. Was wir da jetzt anwenden hätten können, wäre, dass man jemanden in die Partie reinzieht. Also, dass es bei Dark Souls 2 sofort mit reinziehen kann in die Sitzung. Das wäre nice gewesen. Ey, du Kacke, ey. Schwarze Dr. Groß, das ist ja richtig gut. Da habe ich noch eine schwarze Leiterwarte Lass eigentlich. das Rufsymbol einfach mal liegen und schau und renn mal zum ersten Abzug. Weil die Abzüge werdet ihr auch hier demnächst brauchen. Es sei denn, ihr wollt doch mal durch den ganzen Wald rennen und das glaube ich einfach irgendwie nicht. Hey, was? Wo soll ich hinrennen? Lass das Rufsymbol einfach mal liegen, neben dieser Fische, ich schau, ob bei mir eine Nebelwand auftaucht und dann sehe ich ja, ob Rufsymbole vorhanden sind oder nicht. Dann bleibe ich vielleicht nochmal zurück. Schon mit Fall, falls ich erstmal Rufsymbol verwenden im Aufzug. Und gucke mal. Hier sind so komische Gabelstapler, was auch immer das ist. Witzig ist, in den Gabeln, die Gabel kann man auch als Waffe bekommen. Ja, Wenn aber man die sind voll doppelt. scheiße. Nee, die Schere kann man, glaube ich, erst auch bekommen. Ja. Das nicht schlimm genug wäre, ne? Voll Bullshit. Hey, ich hab keine Ahnung grad, wo ich hinlaufen muss. Muss ich hier rechts lang laufen oder links? Also, wenn du ganz gerade auf weiter rennst, dann rechts an der Seite, dann kommst du zum ersten Turm mit dem Schalter. Und da findest du dann die Wächterstulpen. Ja, aber ich will ja nur weiterkommen zum Aufzug. Achso, du kannst ja eh noch nicht aktivieren, das heißt, du musst sowieso durch den Wald rennen. Warte mal, ich glaube, ich schaue jetzt erstmal, ob der Rufsymbol noch da liegt oder ob ich es jetzt mittlerweile sehe. Ansonsten, glaube ich, beende ich mal kurz die Partie. Naja, ich laufe dann mal hier durch den Wald und mache Chili-Milli alles, was ich brauche. Genau, links. So, ich sehe es immer noch nicht. Das heißt, ich muss wahrscheinlich kurz die Partie beenden, weil Windows Live anscheinend nicht fähig ist, sich zu konfigurieren. Wenn ich mitten drin schon mit Windows Live verbinde, was ziemlich behindert ist eigentlich. Yay, welcher Stulpen und leider ist der Aufzug nicht da, schade. Und mir auch nicht. Ich würde wieder zurückrennen Richtung Leuchtfeuer, weil du weißt ja, da kommen diese riesigen Golems und da rennen wir jetzt gleich wieder durch und so weiter und so fort. Und das wäre besser, wenn wir das Zeit durchrennen. Obwohl, warte mal, eigentlich können wir den Wald selber durchqueren ohne. Und können uns dann erst rufen, wenn wir die Abkürzung freigeschaltet haben. Das wär doch weniger Umstände, oder? Ja, das wäre Ja, nicht auch, es wäre besser, glaube ich, wenn wir uns dann erst danach rufen. dann machen wir das nämlich mal kurz, dann haben wir nämlich kein Problem mit dem Rufen.
So, königlicher Wald, genau, hier rennt man durch. Rechts, man sollte sich hier nicht wirklich so besonders umschauen, also nie am Anfang zumindest ist es nicht Also man verlegen. sollte nicht durch die Mitte rennen, das ist das Problem, weil dann kommen diese fetten Golems da mit diesen fetten Äxten und die machen euch kaputt. Genau. Weil die machen richtig Aua. Was ihr halt beachten müsst, wenn ihr beispielsweise durch das schmale Gehege läuft, wie hier unten, wo viele Bäume sind, da könnt ihr ab und zu mal in die Ecken gucken, ob da ein Item ist, weil die Wäsche relativ am Anfang findet ihr schon die ersten zwei Teile von deiner Wächterausrüstung. Oh Gott, also ich will jetzt nicht entdeckt werden, weil hier so viele Monster sind. Ach du Scheiße. Die finden mich gerade irgendwie. Ach, hier kommt jetzt der Drache. Oh, hi Drache. Hallo. Ach, das ist schon so schnell. Ja, ich bin einfach nur rechts lang gelaufen am Rand. Ach, mir schicken mich gerade irgendwie. Wieso bist du überhaupt durch die Mitte gelaufen? Du müsstest einfach rechts rum am Rand und da kommt ja kein Monster. Oh, ein Schwibbelkill, ich bin ein Gott. Nee, ich weiß, ich sehe gerade vier Leute sind auf einmal auf den Kurs gegangen und so bin ich auf Rückzug gegangen. Wow, Hinterhalt. Okay, ich glaube, das ist hier. Ach du Kacke, das ist ja so ein fetter Golem. Oh nein. Oh nein, warum tust du mir das an? Alter, hat er mich gerade entfistet. Dieser fette Golem. Ja, der hat mich gerade irgendwie vergewaltigt, aber er hatte eh keine Chance. So, jetzt ist er tot. Jetzt kommt er zu mir, ich belästige. Ich auch mal ins Knie. Und hinten ging schon die Wächter Gamma Ach schon. du Kacke, Mann, ich bin hier voll an der Klippe. Scheiße. Gut, ich bin auch mal darunter, wo wir zum Türchen sind und sehen auch den schwarzen Drachen entgegen. Majestät, schau mal, wie mich anschaut. Oh ja, genau. Hi, zweiter Golem. Die Putzdicke. Gut, gegen den Drachen, das kann man auch nacherkämpfen. Das werden wir euch aber allerdings nicht zeigen, weil das ist wirklich aufwendig. Man muss nämlich Shit. dafür einen bestimmten Schlüssel finden, Alter, um den bist aufwenden. du. Oh mein Gott, diese zwei Golems. Alter, das sind zwei Stück, ne, wegen dem Drachen. Jo, lass mich doch in Ruhe, ihr Penner. Man muss einen bestimmten Schlüssel im Okali finden und mit dem kommt man dann erst hin, ne? Oh Gott, ich bin jetzt einfach weggelaufen. Scheiß drauf, ich hab keinen Bock hier zu kämpfen, die sind so brutal stark. Also wie gesagt, die schwarzen Drachen, die werde ich euch nicht zeigen, weil das ist einfach so krass viel scheiß Aufwand und es ist so schwer, gegen den zu kämpfen erstmal und so viel Arbeit. Deswegen, naja. Ja, der schwarze Drache, der ist richtig kacke. Weil der droppt den Ring, einen Ring, einen speziellen Ring, bei dem man, wenn man den anzieht, doppelten Schaden bekommt von Genau. jedem Und Monster. das habe ich schon mal nachgegoogelt, ne? Der Grund für diesen Ring war, weil die Dark Souls, ich wiederhole mich, Dark Souls einfach finden. Die können den Steckring anziehen, damit sie es ein bisschen schwerer haben. Als ob Dark Souls nicht schon schwer genug wäre. Nee, sie packen einen Ring rein, der einen mehr Schaden verursachen lässt, an einem Körper, ja. Das ist Toll, unten. echt super, uhu. Hätten sie mal Demon's Souls machen sollen, wo man unerwartete Fallen auf einmal hat und man instant so stirbt. Da hat es richtig gut gemacht. Da ist der richtige Treff gewesen. So. Lol. Was soll? Lol. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich auch. Scherentypen sind schlecht. Okay, jetzt noch das nächste Teil. Ich bin aber relativ gut bewacht, deswegen muss man hier rüberspringen. Und hier findet man den Wächterhelm. Sieht ja eigentlich ganz gefährlich aus, aber wie gesagt, die Rüstung ist einfach scheiße schwer. Und deswegen sollte man schon ein bisschen Kondition bereit haben. Alter, diese Scherentyp mal, ne? Nein, nicht sterben. Fuck, bitte heil dich. Ja, ich sehe nichts. Oh Gott, ich bin irgendwo runtergefallen. Fuck. Aber das ist nicht tot, ne? Nein, noch nicht. So, jetzt ist Ruhe Ich im weiß noch nicht Gebiet. gerade, wo ich gerade bin, das ist das Problem. Ich sehe nur den fetten Golem. Und noch einen anderen fetten Golem. Oh Gott, ich laufe. Ich will doch nur rechts am Rand laufen. Komm schon, einen Schlag noch. Oh, ich bin immer so lucky mit dem Gegner hier. Also die Golem, wenn ihr die wirklich, du wirst jetzt halt einmal mit einer feindlichen Zweihandwaffe treffen, dann ist er tot, aber ihr müsst einfach wirklich Glück haben, dass es getimt ist. So, hier hinten haben wir einmal noch Okay, kurz. mein Rufsymbol ist gerade verschwunden. Wo bin ich jetzt gelandet? Große Pfeile, 8 Stück, die kosten nachher endlich viel, deswegen ist es gut, Hey, wenn ihr hier hey, weg. hey, hey, hey.
wenn ihr welche findet. Hä? Hey, hey, hey. Also ich bin jetzt hier irgendwo den Aufzug runtergefahren. Und Wächterrüstung, ja. So, jetzt ja. Und jetzt weiter? Bin ich praktisch vor der Tür von Artorias. Aber wo ist jetzt der andere Abkürzung Aufzug Dings? Ja, müsste irgendwo rechts eine Brücke sein. Achso, hier da bei dem Typen oder was? Genau. Schauen wir mal in den Laden rein. Ich hatte gerade ja doch noch irgendwas Wichtiges, was du kaufen kannst oder so. Yes, we... Also, warte, ich schau mal, was er so hat. In jedem Teil, weil das könnt ihr euch wirklich besser umschauen, weil hier gibt es unter anderem Pestersee und so, also wer wirklich noch ein paar Seen mitnehmen will, hier kann sich hier umschauen. Aber am Anfang des Waldes einfach nur ignorieren, weil das ist purer Chaos. Lol, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde den Typen jetzt umbringen. Haha! Aber Achtung, der hat die dreifache Armbrust, oder? Nee, er hat die Sniper-Armbrust, die schlechte. Doch, eine schlechte. Er hat die schlechteste Armbrust im Game, weil die ist fett. Und die, ja, zielt halt schlecht. Keine Ahnung, wenn man gegen den nicht ordentlich ausweicht, dann ist es halt vorbei. Ich bin jetzt auch vor der Nebelwand, aber ich würde ihn auch mal in Besuch abstatten. Ja, also ich bringe ihn jetzt um schnell. Obwohl, ne, ich halte erst die Abkürzung frei und dann bringe ich ihn um. Ja, Leute, hier ist die Abkürzung in der Nähe des Leuchtturms. Wenn ihr die nicht aktiviert, dann dürft ihr durch den Wald nochmal rennen. Und halt bloß nicht in das Loch hier rein, dann seid ihr nämlich instant tot. Ich würde ihn jetzt auch kurz töten. Ich hoffe, dass es so leicht sein wird. Ich weiß gar nicht. Ich. Pyromant oder nicht? Pyromant oder nicht? Nee, ich mach's mal lieber nicht. Oh, it's come to blows. Oh. Oh, scheiße, ich muss mir was bei ihm zu kaufen. Naja, egal. Alter, ich hab Blutverlust. Haha, bist du tot oder was? Nein, nein. Der schießt so komische Bolzen, Alter. Was ist denn los mit dem? Alter, wenn du die Bolzen nicht treffen, hast du automatisch Blutverlust, ne? Was, echt? Eine? Ja. Was? Ich hab mich instant gerade Blutverlust gegeben. Shit. Egal, ihr trotz auf jeden Fall diese Rüstung. Das sieht relativ lustig aus, wie so Stufen bisschen oder Händler, die viel Spaß macht eben. Und ja, vielleicht doch sieht es denn so aus. Ich hab's gegen das scheiße gut eigentlich, aber. Ah, es gibt einfach bessere. High Hebels ist schon gerade, glaube ich, eine bessere Rüstung, ne? Ja, dieser Typ, ey. Der NPC, der macht coole Moves, aber. Wenn man das so, jetzt. Ich mach mich jetzt halt wieder zu Hause und ich stelle mich jetzt schon mal rein für die Nebelwand. Und dann würde ich sagen, bist du bereit? Nein. Hier warten wir nochmal für ihn. Suchen wir mal, ob wir noch wegwerfen können. Brauchen wir auch nicht mehr eigentlich. Sanctus, na, da brauchen wir ein schönes Level. Suchen wir mal. Okay, ich hab irgendwo gedacht. Alter. Ich hätte jetzt voll Angst, dass er mich hittet, ne? Ich hab so viele Kuchen jetzt hier und ich hab sie noch nicht abgegeben, das ist so unnötig. Also ich bin jetzt vor dem Artorias Eingang, ne? Ich auch, gut, dann. Genau, jetzt machen wir eine Pause, beschwören uns und dann geht's weiter. Genau, und natürlich werden wir uns, glaube ich, wenn, falls möglich, nochmal am Leuchtturm ausruhen oder uns ein paar Items rüber handeln, damit wir irgendwie doch noch mit Artorias fertig werden, weil das ist echt eine harte Nuss. Hey, wieso? Wir machen jetzt Artorias sofort, ohne Pause. Einfach nur beschwören und dann los. Alter, egal. Bis nachher oder bis nächstes Mal. Also Leute, bis gleich.